Nur wenige Menschen werden als Helden geboren, doch einige werden es. Hallo YouTube und willkommen zurück bei Mythologische Minute. Heute spreche ich mal über den größten Helden und Halbgott der antiken Griechen, Herakles. Dieser Held ist bis heute ein bekanntes Gesicht. Aber bevor es losgeht, lasst doch ein Abo da und gebt mir doch einen Kommentar. Los geht's! Doch vor der Geburt eines Helden steht dessen Zeuge. Herakles war der Sohn der Alkmene, einer Nachfahren des Perseus, der einst die schlangenhaarige Medusa köpfte. Sie war mit ihrem Onkel Amphitryon, dem König von Mykene, verheiratet, der den Thron von ihrem Vater Elektryon und Amphitryons Bruder übernommen hatte. Doch Alkmene verweigerte sich ihm zunächst, nicht weil sie eng miteinander verwandt waren, sondern weil er ihre Brüder nicht gerecht hatte. Diese waren im Kampf um die Rinderherde ihrer Heimat von Tapian erschlagen worden. Aber die Tapian waren zahlreich und so suchte Amphitryon Hilfe bei Kreon, dem König von Theben. Der thebanische König machte dafür die Befreiung seines Landes beim teumesischen Fuchs zur Bedingung, einem schlimmen, fuchsartigen Untier, das nur durch allmonatliche Kinderopfer zu beruhigen war. Es lief so schnell, dass keiner es einholen konnte. Kein Speer, kein Hund, kein Pfeil. Erst Burkris brachte mit dem vom Minos geschenkten Hund Lailapas Hilfe. Nun trat zum ersten Mal auch der Vater des Herakles, der Gottkönig Zeus, in Erscheinung. Da der Fuchs uneinholbar war und dem Hund Lailapas immer wieder entkam, versteinerte er die beiden Tiere nach einer langen Hetzjagd, die für keinen von beiden erfolgreich endete. Damit hatte Amphitryon Kreon nunmehr an seiner Seite und er begann den Krieg gegen die Mörder von Alkmenes Brüdern. Doch während er in Tapien tötete und mordete, um Alkmenes Gunst zu erlangen, war Zeus schneller als er. Er kam in der Nacht vor Amphitryons Rückkehr in dessen Gestalt zu Alkmene mit einem goldenen Halsband als Brautgabe und als Beleg für den Vollzug der geforderten Rache mit einem goldenen Becher, den Poseidon, dem ersten Tapierkönig, zum Geschenk gemacht hatte und wohnte so bei ihr, nicht ohne die Nacht auf das Dreifach auszudehnen. Nur kurze Zeit später kehrte Amphitryon zurück und sah den goldenen Becher. Er ahnte, dass Zeus sich seiner Frau bereits bemächtigt hatte. Dennoch verlangte er erneut von ihr den Beischlaf. Alkmene wurde von den beiden Männern schwanger und hatte Kinder. Ein Zwillingspaar, die sie gebar, war Zeus' Sohn Herakles. Der zweite Sohn war Amphitryons Sohn Ephikles. Es hieß fortan, Zeus habe Herakles vor allem deswegen gezeugt, um einen unabdingbaren sterblichen Helfer im Kampf gegen die Giganten zu haben. Herakles erhielt seinen Namen von der gleichermaßen mächtigen wie aber auch eifersüchtigen Gattin seines Vaters Zeus, Hera. Wie alle unehelichen Kinder des Zeus war Herakles und alle seine Liebsten dazu verdammt, von ihr für die Untreue ihres Ehemannes Zeus
bestraft zu werden. Da sie Zeus als Vater des Kindes der Alkmene bereits vermutete, eilte Hera nach Argos und bewirkte die Frühgeburt des Denelos, einem Onkel des Amphitryons Sohns Eurystheus. Alkmenes Geburtswegen dagegen ließ sie aussetzen. So wurde Herakles nicht als Erster geboren, sondern als Zweiter und war damit nicht mehr der Erbe und zukünftige König von Mykene. Zeus war rasend vor Wut. Doch an seinen Schwur musste er sich halten und akzeptierte es, dass nicht Herakles der neue König und Erbe von Mykene sein würde. Doch selbst damit war Hera nicht zufrieden. Zwei von ihr ausgesandte Schlangen sollten das Leben des Herakles bereits im 8. Monat beenden. Ein gewöhnliches Neugeborene hätten die Schlangen ohne Mühe töten können. Doch Herakles war ein Halbgott. Und so hob er die Schlangen einfach empor und schlug ihre Schädel auf den Boden. Beide Schlangen waren tot, aber Hera sollte und würde nicht aufgeben, ihn zu jagen und versuchen, ihn zu töten. Herakles war also bereits vor seiner Geburt für zweierlei Dinge vorhergesehen. Erstens für große Heldentaten und zweitens für ein grausames Schicksal. Nächstes Mal werden wir sehen, wie aus dem neugeborenen Halbgott ein jugendlicher Halbgott wurde.